Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute einen Fruchtquark oder ja, so eine Art Fruchtzwerge herstellen. Brauchen wir gar nicht viele Zutaten, nur 5 Stück und schmeckt mega lecker. Ich mag es unwahrscheinlich gern. Die Früchte könnt ihr variieren, so wie ihr möchtet. Ich nehme jetzt hier TK-Erdbeeren, weil frische gibt es ja jetzt zwar schon in die Supermärkte, ja, aber noch nicht regional von uns, vom Feld. So, die habe ich jetzt so gut wie es ging praktisch auftauen lassen. Empfehle ich euch auch, sonst könnte es sein, dass euch euer Fruchtquark praktisch zu flüssig wird, weil die TK-Früchte ja doch etliches an Feuchtigkeit haben. Aber wie gesagt, ihr könnt frische Früchte hernehmen oder TK-Früchte. Ich habe jetzt 300 Gramm, so kleines Päckchen, TK-Erdbeeren. Habe sie praktisch antauen lassen. Oder gut antauen. So, die werde ich jetzt als allererstes mal pürieren und zwar 15 Sekunden auf Stufe 10. Wie gesagt, von den Früchten her könnt ihr eigentlich Früchte nach Wahl nehmen, die ihr mögt. Das bleibt Bombe. Schmeckt auch sehr, sehr lecker mit Heidelbeeren. Oder Himbeeren. Ja. Wie gesagt. Wie ihr wollt. So, dann kommt 250 Gramm Magerquark hinein. Wer keinen Magerquark zu Hause hat, sondern einen Sahnequark oder einen anderen, lasst es bitte durch ein Tuch, praktisch Passiertuch, abtropfen, weil das kann alles begünstigen, dass euch der Quark zu flüssig wird. Und das wollen wir ja nicht. Dann 250 Gramm Mascarpone. Verwende ich unwahrscheinlich gern Mascarpone für solche Fruchtquarks. Und jetzt gebe ich noch 30 Gramm Zucker dazu. Ihr könnt entweder den Zucker reduzieren, ihr könnt auch etwas mehr Zucker hernehmen, ihr könnt auch Honig hernehmen, ihr könnt eigentlich einen anderen Zuckerersatz hernehmen, ganz wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier 30 Gramm ganz normalen Zucker. Das war's schon, was hineingehört. Die werde ich jetzt 20 Sekunden auf Stufe 3,5 vermischen. So, ihr seht, das geht ruckzuck. Bin noch nicht mal so weit, hier irgendwie klar Schiff zu machen. Ja, Ruhe. Jetzt werde ich mit dem Spatel einfach das, was am Rand ist. Ich kann es euch leider nicht so richtig zeigen. Schau, so sieht es aus. Doch, am Rand ist einfach mit dem Spatel unterheben. So. Jetzt werde ich es einfach abschmecken. Mmh. Mmh, lecker, mega. Mega, mega, mega lecker. Also bei uns reichen vollkommen die 30 Gramm Zucker. Jetzt werde ich es hier ganz einfach in so kleine Gläser umfüllen. Da könnt, ich habe jetzt so 100 ml Gläser. Ihr könnt 150, kein 200 ml Gläser nehmen. So wie ihr möchtet. Ich fülle es jetzt mal um. So, da, da. Und fertig sind wir. Schaut mal. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8 so kleine 100 ml Gläser rausbekommen. Die reichen, also so kleine Gläser reichen mir vollkommen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und dann komme ich heim, da habe ich immer Kohldampf, denn die Kalorien, die ich dann verbraucht habe, muss ich wieder reinholen irgendwie. Auch optimal für Kinder. Sollte innerhalb von 3 Tagen verzehrt werden. Und jetzt ab in den Kühlschrank und dann genießen. Ja, eine leckere, super Alternative zu den gekauften Fruchtzwerge, die erstens einmal extrem teuer sind und zweitens, ihr wisst, was da drinnen ist. Ja, wie gesagt, Früchte könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Banane habe ich noch nie ausgetestet, weil ich bin kein Bananenfreund und kein Bananenfreak. Deswegen kann ich da gar nichts dazu sagen. Aber ich habe schon mit Heidelbeeren gemacht und mit Himbeeren.
und wie gesagt, mit Erdbeeren. Schmeckt alles immer mega lecker. So, macht es doch einfach nach. Schreibt mir doch in die Kommentare hinein, wie es euch geschmeckt hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.